Genau wegen dieser Frage, wie ich das schaffe, engagiere ich mich politisch. Es scheint immer noch nicht alltäglich zu sein, dass eine Frau Beruf, Familie und Politik verbindet. Für einen Mann gehört das zu etwas vom Normalsten, was er macht in seinem Leben. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe Karriere gemacht im Marketing und Verkauf und führe heute eine Firma. Ich habe einen Job, der mich erfüllt, den ich gerne mache. Familie gehört zum Besten, was mir im Leben geschenkt ist. Und mit der Politik kann ich unsere Regeln mitgestalten, unser Leben mitprägen. Muss ich mich denn zwischen diesen drei Bereichen von meinem Leben entscheiden? Einfach weil ich eine Frau bin? Ich finde nicht. Ich finde, in der Schweiz hat das heute nicht mehr nötig sein, sondern wir können das alles und wir sollen das alles können. Und darum setze ich mich ein für eine ältere Zeit, für Tagesschulen, für gerechte Löhne am Arbeitsplatz. Dafür, dass auch Volontariatsarbeit einen Wert bekommt. Das ist mir wichtig. Und dafür machen wir den Frauenstreik. Ich organisiere den am 14. Juni am 11. in Lenzburg auf dem Metzgplatz. Kommt doch auch mit!